So, ein wunderschönen, ja, Kicker Heroes Folge 51. Ja, Problem. Wir stecken fest. Also, ich steck fest. Und zwar nicht in deiner Freundin. Ist ja gut jetzt. Nein, wir stecken hier. Ich steck hier fest. Ja. Aber ich habe ihn mittlerweile auf Level 200 gebracht. Es war mühselig, habe ich gerade eben erst geschafft. Und ich bin gerade dabei, mittlerweile jeden Endboss hier mit allen Skills zu bekämpfen, weswegen ich pro Stunde bloß noch einen Boss geschafft habe. Die letzten paar jetzt. Das Problem ist, guckt an, wie langsam der Balk runtergeht. Ich glaube, für Level 400 noch was sind wir noch nicht bereit. Also, das ist. Von daher. Wir haben es gut geschafft, ne? Wir sind bis über Level 400 gekommen. Wir haben 700 Hero Souls gesammelt, also fast 800. Von daher, ich schätze mal, wir können mal wieder ascenden. Ja? Da dürfte uns keiner ein Bein abreißen. Ja, auch hier schaffen wir keine Level mehr. Das ist alles vergebens und vergessen. Ich kann ja mal versuchen, so rein spaßenshalber hier ein bisschen was aufzuforsten. Ah, das hat er noch mal ein Viertel dazu, also jetzt haben wir quasi noch mal eine Viertelkraft von ihm noch mal dazu bekommen. Aber auch das, es bringt einfach nichts. Kann hier noch ein bisschen rumspielen. So, das hat der, ja, 2,5%. Komm, nee, können wir komplett vergessen. Das können wir komplett vergessen. Von daher würde ich mal sagen, wir leveln mal noch ein bisschen Armenhaupt hier hoch. Da ist er. Und dann. Ja. Fuck off, komm, ganz ehrlich hier. Geben wir uns noch die ganzen Dinger, die ich gerade. Oh, okay, einen einzigen. Hä? Okay. Doch zwei? So. Und dann fangen wir lieber wieder von vorne an. Klappen wir erstmal ein paar Gegner, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Genau. So, und währenddessen sprechen wir erstmal ganz freundlich. Safe, ihr Internet. Ja. Und dann gucken wir mal erstmal. Also, wir haben vor Kisten. Irgendwas, was mit Kisten ist. Doppelte Chance, mehr Chance auf doppelte Rubine von klickbaren. Niedrige Kosten für Heroes, lohnt sich aber nicht bei den Kosten, also lohnt sich erstmal nicht. Das würde sich lohnen, da hätten wir bei Level 5 schon 5 Sekunden extra für den Boss-Timer. Allerdings bei den Kosten lasse ich auch erstmal raus. Das hier genauso, das ist Superclick, ist ein Skill. Ich meine, Skill ist zwar schon und gut, aber bringt halt nur, wenn man die Skills aktiviert. Von daher lasse ich solche Sachen, die Skills sind, bei mir komplett raus. So was werdet ihr bei mir hier nie sehen. Wir gucken mal. Aha. Was? Warum 77% Hero Soul Bonus? Wir nehmen ihn einfach mal. Boah, kostet aber 35. Nee. Ja, das hier wäre eine ganz schicke Sache. Das hier geht so. Critical Click Damage, das wäre auch nice. Der kostet auch nicht so viel. Warum haben wir hier 77% Startbonus? Haben wir eins von diesen Dingern hier, von diesen Dingern da? Das Problem ist, wir müssen uns entscheiden, was wir nehmen. Wir können jetzt nicht einfach alles drauf losnehmen, weil von jedem Ascent, von jedem Agent, die wir nehmen, werden die Kosten apostrophisch teurer. Deswegen sollten wir tatsächlich nur Sachen nehmen, die wirklich Sinn machen. Von daher, wie bohlen wir mal. Ja, gut. Boah, Alter. Plus goldenes Klicken. Weniger Kosten, 20%, wir kriegen immer wieder das Gleiche. Ah, geht doch. Das ist das, was wir wollen. Mehr Gold von Treasure Chests. Oh, kam genau zum richtigen Moment.
So, und jetzt brauchen wir noch das, um mehr Treasure Chests als Ganzes zu bekommen. Alter, ich verschwende jetzt schon wieder unsere gesamten Dinger. Ja, das ist auch geil, ist aber auch extrem teuer. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Oh, wir kriegen schon wieder immer die gleichen. Hallo? Ey, sag mal. Wow, endlich! Nach 500.000 Versuchen. Ist es euer Scheiß Ernst? Das kostet mich an. Wir haben gerade zigtausend, wir haben ja mindestens 200 gerade verschwendet, alleine dafür, um den zu bekommen. Das ist Bullshit, Alter. Ich sag's ja, das ist, also hier kannst du echt, ne, es ist war wahrscheinlich der Einzige, der davon noch nicht rankam, ne? Wir haben gewollt und haben alle immer wieder bekommen, außer ihn hier. Aber so viele gibt's ja gar nicht mehr. Ah, schauen wir wieder die gleichen. Das ist doch Bullshit, Alter. Das ist doch. Das ist so echt kacke. So. 1500% mehr Gold. Und 100% mehr Treasure Chests. Okay. So, jetzt haben wir noch 49 übrig. Die lassen wir hier für Bonus. Für 500% Click Damage. Das ist ganz cool. Ja, und dann versuchen wir mal so wieder hier ein bisschen durch, ne? Das war gerade schon eine Aktion, Alter. Ey, da dachten wir mal, wo Level 400, können wir schön viele Hero Souls, 200 plus. Naja, die 200 haben wir schon alleine dafür gebraucht, um die Dinge zu bekommen. Ey, das. Da bekommen wir schon kaum Hero Souls und verschwenden die Messe für Rerolling. Das ist doch. Rolling, Rolling. Das ist Bullshit. Ernsthaft. Na komm, geh in den Idle-Modus. Kriegen wir noch mal extra Portion Gold. Alter. Aber nee, echt, sowas regt mich jetzt gerade. Irgendwie. Ah, endlich Idle. Yay. Sehr schön, schön viel Gold von den Kisten. So muss das sein. Da ist wieder unser Mercedes. Ich will mal gucken, ob wir in dem Run jetzt denn diesen Dark. Oh Gott, wie heißt der Typ immer? Alter. Auf jeden Fall den letzten, der 1,40 kostet, jetzt relativ schnell bekommen. Ja. Ob sich das insoweit wenigstens gelohnt hat.
Weil alles andere hat sich ja eher weniger gelohnt. Mindestens bekommen wir jetzt ein bisschen mehr Gold. Das Problem ist natürlich, ja, wir bekommen halt, beziehungsweise es ist kein wirkliches Problem. Aber das Witzige ist halt, wenn man halt die Goldkisten extrem hoch läppert. Ich meine, man sieht ja hier, wir haben die Goldkisten 1500% und die bringen ja so schon mehr. Das heißt, irgendwann ist der einfach so hoch geskillt, dass man, wenn man Goldkisten bekommt, man hier einen Plus spürt. Aber bei anderen Monstern, so wie hier, bei anderen Monstern, ändert sich hier hinten die Zahl noch ein bisschen. Und irgendwann ist der einfach so hoch, dass bei normalen Monstern die Zahl sich hinten einfach gar nicht mehr ändert. Siehst du? Bam, keine Änderung. Es ist. Ah ja, macht sich schon. Ist witzig, ganz geil, aber naja. Mindestens kriegen wir so lange, wie wir Goldkisten haben, immer schön Gold dazu. Das ist auch genau das, was wir brauchen. Ja, jetzt können wir auch schön schnell unsere Monster hochleveln hier. Unsere Monster. Unsere Helden. So, ich werde jetzt die ganzen Upgrades kaufen. Wo ist Betty? Betty, Betty, Betty da. Ah, schon mal schön Crit Damage. Wo ist King Midias? Fuck, ist noch teuer. Haben wir den schon mal ein bisschen hochgelevelt hier. Ja, und mittlerweile haben wir hier unten alle gekillt. Gekillt. Was natürlich ganz cool ist. Und Armin Hoff sieht gegildet ganz geil aus. Ich glaube mal, Insta-Kill kriegen wir diesmal echt bis weit über Level 100. Das ist doch ganz schön. Da können wir schön Hero Souls farmen, können wir noch ein paar Mal ascenden, denn ein paar Folgen lang. Wobei das mittlerweile auch schon fast langweilig wird. Muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn zu heftig wird mit den Ascenden, dann ascende ich auch mal zwischen den Folgen ab und an mal. Dass ihr nur noch dann praktisch mit zuschauen müsst, sage ich jetzt mal. Wenn wir wirklich einen großen Fortschritt machen in dem Sinne. Also wenn ich dann irgendwann wirklich so weit bin, ja, dass halt ein merkbarer Fortschritt da ist. So. Dankeschön. Genau, so Betty haben wir schon, genau. Ich finde, das ist halt das, was ich meine. Jetzt zum Beispiel konzentrieren wir uns auf Betty und den anderen Typen. Und jetzt würden halt viele schon anfangen und sagen, da kann man doch die alle hier minimieren. Das ist halt die Sache, wofür es diese Funktion halt gibt. Machen wir, wie gesagt, noch nicht, weil noch lohnt es sich bei uns nicht. Aber früher oder später wird es sich bei uns auch lohnen. Das wird scheiße. Dass wir zum Beispiel jeden vierten oder so Gegner praktisch weg heiden. Und praktisch immer ein paar Gegner überspringen, zum Beispiel. So, hätten wir wieder richtig einstellen, danke. Ja, also mit Level 200 kamen wir auf jeden Fall schon mal dauerhaft Insta-Kill. Gut, jetzt bei den Bossen nicht wirklich. Aber es geht schon. Oh, ah, jetzt kommt die, wo höhere Sprünge drin sind, oder?
Oder die Mutter wird merklich stärker. Hopp. Naja. Aber auf jeden Fall kann der ganz schön eine Downphase. Los, brauchen wir Treasure Chests. Ah, ich habe Level 105. Messi, da ist sie. Na gut, also weit hinter Level 100 kommen wir mit der Insta-Kill-Phase leider nicht, aber zumindest schon mal nah bis 100 Level, nah bis Level 100 ran. So, ja. Ich meine, wir könnten hier auch immer auf 10er Level hochspringen, das würde dann vielleicht schneller gehen. Oder einfach manuell hochleveln, das würde noch schneller gehen. Ah gut, so, buy all available upgrades. Boy, buy all available. Buy all available upgrades. Meine Fresse. Warum ist eben immer so scheiße? Wir hatten die erfunden. Also, die vor allen Dingen. Ist die geile Deutsch. So. Holen wir uns mal wieder hier schön alle Skills. Was nämlich der Grund ist, weswegen wir noch dass wir nicht überspringen sollten, weil wir halt noch relativ von den Skills hier angewiesen sind. Also, naja, angewiesen nicht, aber sie helfen uns tatsächlich immer noch relativ gut. Ups, ich bin schon ein bisschen zu weit. Ja, eine Goldkiste. Thanks. Kam gerade wie gerufen. So, na dann. Schade, das wird noch nichts. Ach, der ist ja wieder. Nee, noch nicht. Aber der nächste, der dann danach kommt, ist wieder der 40er. Mit 1E40. Scheiß teurer Bastard. Bob. So, jetzt kommt erstmal Frostleaf. So, Skills haben wir mittlerweile auch schon wieder alle. Nicey Dicey. So. Dauert ein bisschen länger, dann machen wir mal hier manuelle Unterstützung. So. Damit wir auch schön Insta-Kill haben und das Geld, was wir brauchen, schön schnell erreichen können. Achso, beziehungsweise der nächste ist der Dread Knight, bis dahin brauchen wir sowieso ein bisschen, heißt also, ich kann hier die Hand drauf lassen. Ja. Wollte packen. So, dann gucken wir mal hier oben. Ja. 25 Level nehmen wir auch und nehmen wir auch. So, den lassen wir mal noch, weil hier kriegen wir eher selten 25 Level zusammen. Wobei, oh scheiße, schon ist das passiert. Ach komm, Level wir schnell manuell hier hoch. Danke. So, und jetzt schön. Perfekt. So, hätten wir das auch geschafft. Jetzt
Schau, und so kann das eigentlich den ganzen Tag lang bleiben. Ich habe mal geschafft, wie weit wir es schaffen, ihn hochzuleveln innerhalb der Aufnahme. Ich glaube, an Dreadnought kommen wir jetzt definitiv noch nicht dran, aber ne, so weit weg ist er nicht mehr. Ding ist schon. Ja, doch, können wir schon leisten. So, jetzt wieder auf. Geilomato. So, jetzt noch schnell alle Skills aktivieren. Was wollt ihr, Ultra was bringt? Leider nicht. Oh, wir haben wieder hier was bekommen. Mal schauen, was ist denn das? Boss Life bringt nichts. Clickstorm. Der untere, also hier der dritte Punkt mit 144% plus Gold von Monstern sind idle, ist schon besser. Und der vierte Punkt geht. Können wir dafür irgendwas wegschmeißen? Nee, alleine der ist schon besser. Den hier können wir wegschmeißen. Der hier. Der kommt der raus? Nein. Mann, ja, mal andersrum. Bumm. So, der kommt raus. Yes, we can. Wir haben 55. Für den reicht das. Nee, das wäre fast schon Verschwendung. Ja. Wie sieht es mit dir aus? Boah, da sieht's. Nee. So, was bringst du denn? Du bringst. Ja, das würde dir tatsächlich was bringen. Was machst du noch mal genau? Also bei ihm. Ja, komm, wir leveln mal die beide hier hoch. So, ist bei der Level 4. Nee. Hä? Der levelt immer mehrere Level? Ach, wow. Ich dachte mal, es ist immer ein Level. Ist ja gar nicht. Muss ich hier noch weiter hochleveln? Ja. Jetzt sind beide Level 13. Jetzt beide Level 16. Und glaubt mal, mehr schaffen wir auch nicht. Ne, mehr schaffen wir nicht. Gut, okay, passt. So, jetzt haben wir damit auch nochmal einen schönen Bonus. Oh, mal wieder hier auf meinen Arzt. Obwohl, nee, eigentlich macht er sich ja selber. Oha, heißt also, die Instacle-Phase hört langsam aber sicher auf. Heißt, wir sollten vielleicht langsam wieder zu unserem Handspinner da greifen. Das Problem ist dann aber die ganzen Goldbonus sind nicht mehr, ne? Na gut, nee, komm, wir lassen es mal so. Also ich lasse ihn jetzt mal so laufen, mittels passivem Modus. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie weit wir damit gekommen sind. Ne? Einfach mal testen, wie gut unser passiver Build jetzt schon ist. Und wenn ich jetzt zwischen den Aufnahmen merke, also jetzt schon nach ein, zwei Stunden merke, das geht nicht wirklich mehr weiter voran, dann kann ich aber noch manuell, also jetzt zwischen den Aufnahmen nochmal den aktiven Build reinschmeißen, also hier den Finger aufs Monster setzen. Aber es sieht tatsächlich, schwer zu sagen, wie weit wir so kommen. Weil von Level 200 sind wir nicht mehr weit entfernt. Und unter Level 200 geht es dann wieder steil hoch. Weil ja dann immer vierfach Schaden ist, ne? Aber die Insta-Kill-Phase ist auf jeden Fall ab Level 150 vorbei. Das können wir so auf jeden Fall festhalten. Jo. Dann würde ich mal sagen, war's das mit der Aufnahme erstmal. Und dann sehen wir uns heute Abend dann wieder. Was auch immer ich bis dahin schon geschafft habe. Ja, schau mit V.